Welchen Weg gehe ich? Okay, also. Das ist mies. Links und rechts ist schon mal eine Sackgasse. Gut, Red, komm. Aber bitte nicht in diesen Dampf reinlatschen. Sonst ist unser Glück wieder futsch. Kann ich eigentlich auch mit einer Wirbelattacke? Okay. Ich sollte hier erstmal alles frei machen. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwie Gegner lauern, wenn ich diesen Schalter betätige. Also gehe ich lieber auf Nummer sicher. In solchen Fällen sollte man das wirklich, vor allem wenn man das Spiel noch nicht durchgespielt hat. So wie ich es noch nicht getan habe. Aber ich bin froh, wenn ich das Spiel einmal durchspiele, dann... Aua! Also ich frage mich wirklich, warum Link dann einfach durch den schwarzen Rubin alle Rubine wegfallen. Kriegt er dadurch Schmerzen oder wie? So rein logisch betrachtet frage ich mich das wirklich. Naja, was soll's. Jetzt muss ich mich erstmal hier um das Feuer kümmern. Wir bekämpfen Feuer mit Schwert. Als wenn Link so einen starken Windzug machen würde, dass er damit das Feuer löschen könnte. Logisch. Na gut. Vielleicht haben wir es geschafft. Dann brauche ich keine Angst mehr haben. Ich will mich kaputt lachen, wenn ich das hier jetzt alles für nichts und wieder nichts mache. Aber es wäre nicht das erste Mal. Na komm, Link. So. Okay, aufgeräumt. Dann probieren wir es mal. Okay, wir haben es für Rubine gemacht. Na toll. Aber gut. Besser als gar nichts. Rubine sind immer gut. Rubine sind immer gern gesehen bei mir. Vor allem, wenn ich dadurch Mut erhalte. Und hier ist ein Schlüssel. Womit wir hier durch können. Okay, das Herz ist noch weiter rechts. Lass mal hier links gucken. Nachher übersehe ich noch einen Schlüssel. Darauf habe ich keine Lust. Und ich kann mein Schwert verschwärzen. Schwert verstärken. Der war auch geil. Und noch ein weiterer Rubinsplitter. Wie viel fehlen noch? Zwei. Das kann man hier auch nachgucken. Zwei Stück. Okay. Ach, bei Rot sieht's mager aus. Da noch keine Upgrades gekriegt. Okay, muss ich so machen. Bekämpfe ich euch so. Und weg mit den Schleim, weg mit den Schleim, weg mit den Schleim. Scheiße. Mein Glück hat wieder nachgelassen. Natürlich. Rechts oder oben? Oben meine ich. Ich meine unten. Nehme ich erstmal unten. Ich meine, hier gibt's Geld. So, Red schicke ich schon mal rüber. Dann kann Green jetzt nachkommen in aller Ruhe. Und da haben wir es auch schon. Feuer lasse ich in Ruhe. Ich schiebe diesen Stein. Und da ist unser Ziel. Ich will da hin. Okay, erstmal eine Brücke bauen, damit ich da überhaupt drüber komme. Und natürlich wieder... Rubine bekämpfen. Raubschlein bekämpfen. Okay. Mensch, Red. Du sollst nicht so blöd da rumstehen und einfach zugucken. Jetzt habe ich mir einen 50er entgehen lassen. Toll. Scheiße. Egal. Ist nur ein 50er. So. Noch ein Raubschlein. Ich wusste es. Verschwinde. So, gut. Immerhin gibt er 20 Rubine, wenn man ihn gleich fertig macht. Aber dafür klaut er auch dementsprechend viel. Aber das Geräusch macht mir gerade irgendwie ein bisschen Angst. Schleim. So, wo ist hier runter? Ah, okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Gut, Schlüssel, wo bist du? Ich will zum Boss. Ich will zum Boss dieses Dungeons. Kann man, ja, das kann man Dungeon nennen, würde ich sagen. Was ich ein bisschen schade finde, wenn ich ehrlich sein soll, dass es hier keine Oberwelt gibt. Dass man gleich schon in diese Dungeons eintritt. Und da dann schon die Action losgeht, sozusagen. Aber sonst finde ich das Spiel recht in Ordnung. Auch wenn es wirklich schade ist, dass man wirklich zu zweit spielen muss. So, jetzt besiege ich auch mal diese Skelette hier. Okay, und ich töte mal wieder Rot. Ihr könnt ja mal eine Strichliste führen, wie oft Rot hier, wie oft ich Rot schon hab sterben lassen. Wobei, das will ich euch auch nicht zumuten, nein. Aber wäre mal interessant zu wissen. Okay, damit wäre ich zurückgeschleudert. Jetzt muss ich einen Weg finden. Ach du Scheiße. Okay, Red lasse ich zurückschleudern. Na gut. Springen kann ich hier nicht. Ach du Scheiße. Okay, das könnte spaßig werden. Ah, ich muss mich... Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe das System ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen.
Ah, das ist also Glück? Na toll, ich kann nichts machen. Scheiße. Ich kann nur zurückkatapultiert werden. Oder was ich auch machen könnte? So. Und Red... okay, Red hat schon mal versagt, obwohl. Ich kann einfach so lange probieren, bis ich in die richtige Richtung geschleudert werde. Das ist ja genial. Da ist der Schlüssel. Nein, falsche Richtung. Links. Ich bin links. Links. Weißt du nicht, wo links ist? Na also. Ja, Hilfe. Gegner erscheint in mir. So. Boom. Und nochmal. Wegsprengen. Und ein weiteres Mal. Wegsprengen. Was so schön war, wieder wegsprengen. So, und in irgendeiner Truhe ist bestimmt der Schlüssel. Erstmal 5 Rubine. Und du bleibst hier. Dann haben wir hier den Schlüssel. Nein, die Bombe wollte ich loswerden. Noch mehr Rubine. Rubine. Und natürlich Rubine. Und was kommt jetzt, na? Ratet, Rubine. Aber 50, okay. Und jetzt wechsle ich zum Schild. Und dann sind wir schon bei beim Boss. Erstmal muss ich Red hier wieder rauskriegen. So. Red ist schon mal am Eingang. Was sagt die Karte? Gut, ich muss links. Und dann hier runter, genau. Zack. Und da ist auch schon der Ausgang. Red, du nimmst aber erst das Herz mit. Und los geht's. Wir sind beim Boss. 7 Minuten habe ich nur gebraucht. Hoffentlich ist er nicht allzu schwer. Hoffentlich. Oha. Okay, Red, bring dich in Sicherheit. Moment, kann man sich hier hinter verstecken? Ich denke mal schon. Grün, ah, grüne Kugeln. Darf ich die zurückschlagen, Wabi? Okay, das geht hier wohl auch wieder nach Fahrt. Aha. Okay, man muss die Kugeln auf jeden Fall zurückschlagen. So viel verstehe ich schon mal. Kann man den auch so Schaden machen? Nein. Na komm, triff wenigstens. Ja, ich habe ihn einmal getroffen. Mit Red. Gut, dass ich da auf den Bildschirm geguckt habe. Ja, hier muss man wirklich beide Bildschirme benutzen. Jetzt muss ich die Flamme erstmal kaputt machen. Okay, ja. Der Boss ist leicht. Irgendwie finde ich diese Boss jetzt wirklich leichter als den ersten. Okay, jetzt muss Red schlagen. Wie, schon besiegt? Das soll ein Boss gewesen sein. Na, wenn ihr meint... Okay, ja, auf jeden Fall habe ich es schon geschafft. Schneller als alle anderen Level. Wey, hey! 1 Minute 7 Sekunden. Okay, ich habe gerade mal in etwa 15 Minuten für diese Welt gebraucht. Und wir treffen die nächste Fee. Und das ist jetzt die Fee des Feuers. Und wir haben alle Schlüssel, hoffentlich. Ich denke mal, ich müsste genug Rubine haben. Gehe ich mal stark von aus. Ich bin die große Fee des Feuers, die Hüterin des Todesberges. Ihr habt euch gut geschlagen, junge Abenteurer. Dieses Mal ist es euch gelungen, 3609 Rubine zu sammeln. Ihr habt euch bemüht, so viele Schütze anzuhäufen. Für mich seid ihr wie... Natürlich dasselbe. Kleine Eier, aus denen große Helden schlüpfen. Ich gewähre euch diesen Silberschlüssel. Yeah, der letzte Silberschlüssel. Und wir können zu Vati danach. Das wird geil. Puh. Ihr scheint im Besitz aller drei Silberschlüssel zu sein. Vatis Palast der Winde ist ein großes Schloss, das über den Himmel zieht. Jetzt, da ihr die Schlüssel der Fiend des Waldes des Eises und des Feuers habt, wird sich der Palast offenbaren. Vorwärts, junge Helden! Ihr müsst Prinzessin Zelda befreien! Na, dann sollten wir es tun! Aber erstmal gibt's wieder eine Medaille für 2362 gesammelte Rubine. Mehr konnte es ja nicht werden. Ich frage mich überhaupt, was diese Medaillen überhaupt bewirken. Ob die irgendwie eine besondere Wirkung noch haben? Speichern erfolgreich. Na toll. Habe ich es gespeichert. Gut, wo ist der Palast der Winde? Da ist er. Der Palast der Winde. Okay. Ja. Ich überlege gerade, ob ich den jetzt noch durchziehen soll oder beim nächsten Mal. Aber wisst ihr was? Ich mache eine kurze Pause. Ich werde das versuchen, an einem Tag hochzuladen. Hua. Ich versuch's.
Aber ich beende dieses Video jetzt erstmal und würde sagen, beim nächsten Mal betreten wir Vatis Palast. Das wird ein Spaß. Na gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.